Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Horizon. Ich ziehe weiter nach Süden und bewege mich zu einem der Jagdlager, die wir noch erledigen müssen. Allerdings nicht auf kürzester Strecke, nein, ich lege einen Umweg ein. Zwischenstopp 1, Zwischenstopp 2, Zwischenstopp 3 und 4. Von dort aus dann auf gerader Strecke rüber ins Jagdlager und die nächsten drei Disziplinen abarbeiten. Da ich mich aber gerade hier oben auf dem Plateau neben ein paar Breitköpfen befinde, kann ich doch davon Gebrauch machen. Wer will? Freiwillige vorgetreten. Komm, um ganz sicher zu sein. Bitte das Köpfchen noch einmal nach links drehen. Genau so will ich das haben. Wenn doch jeder nur so auf mich hören würde. Ja, schön wär's. Es ist zu steil zum Reiten. Na, wieder mal deine Paradedisziplin hier. Ich muss auf die Straße. Ach, bei euch wollte ich das Überbrücken ja auch mal probieren, aber tun wir später. Heute ist der Terminkalender wieder voll. Na, kommst du mir jetzt bis da hinten hin nach? Wahrscheinlich. Naja, hier muss ich sowieso gleich wieder absteigen. Da sind ja wieder die Grauhabichte unterwegs. Oh, ich sehe es ja schon direkt hier. Da müsste ich absteigen. Und hier müsste ich mal ein paar Vögel vom Himmel holen. Fängt das wieder an. Zeig mir deinen Bauch. Wie viel seid ihr eigentlich hier? Ist ja alles voll da oben. Meine Fresse. Okay. Das lassen wir aber mal sein. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Was hab ich denn gerade gesagt? Red ich Suaheli? Knabber ich doch mal lieber ein, zwei Beeren. Schaden kann's nicht. Kannst den Schnabel wieder nicht voll bekommen hier. Mann. Ich hätte ja auch mit anderen Pfeilen arbeiten können, aber... Moment! Das waren ja gar nicht mal die Gehärteten. Mieser Fehler meinerseits. Ja, da brauche ich mich auch nicht wundern, warum es ja keinen durchschlagenden Erfolg gibt. Gleich du noch hinterher? Na bitte sehr. Braucht ihr nicht zweimal fragen? Waren's vier Stück? Will man einfach nur ganz in Ruhe und ohne irgendwelche Hintergedanken die Metallblume abpflücken und wird schon wieder fies belästigt hier. Absturz. Na, ich bin sicher. Ich lauf dir nicht hinterher. Zumindest für ein paar Minuten. Ich lauf dir nicht hinterher. Kannst du vergessen.
Mit Heilblume 1 im Besitz. Ach, Quatsch. Wollt doch jetzt gar keinen Trank schlürfen. Na super. Mein Breitkopf hat's dann wohl zerlegt. Hat sich ja gelohnt. Oh. Immer gehen die schönen Sachen kaputt. Kein Platz mehr. Da könnte ich doch eigentlich auch von hier aus direkt nach Westen. Und gehe halt zuerst zum Feuer und dann zur nächsten Blume. Ist ja auch Wurst wie rum. Ich höre doch wieder Grunzen in der Nähe. Das trifft sich gut. Einmal, zweimal und dreimal. Etwas Vorrat. So sieht's doch mal aus. Und davon kann man nie genug haben. Und ich sag mal so, theoretisch könnte ich mir da drüben wieder die nächste Maschine holen. Wenn ich denn wollen würde. Läufer. Sogar günstiger. Ah, und der steht auch da. Und zeigt mir gerade seinen blanken Metallarsch. Ach nein. Hab ich was verwechselt? Ja, kann ja mal passieren. Stein regelt. Vielen Dank. Abgerechnet wird dann später. Ich zahle irgendwann, ganz sicher. Ach, gut, haben wir auch. Na dann, ach, komm hier gleich hin zum nächsten Lagerfeuer und dann Richtung Osten zur Metallblume geht's von dort aus dann halt straight zum Lager hin. So, Wegpunkte da drüben. Da kommen wir doch drüber. Keine Angst, keine Scheu. Ich weiß nicht gerade das beste Geländer. Erledigt. Haben wir? Nächster Punkt auf unserer Reiseroute. 100 Meter voraus. Aber wo genau? Da sehe ich nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Ach, muss ich da hoch? Will's nicht wieder umsonst machen. So eine Aktion hatten wir ja schon mal vor kurzem. Muss ich nicht wiederholen. Fehlt mir jetzt gerade noch. Drei Stück von euch. Na. Wenn sonst nichts weiter ist, mache ich doch mal eben fix.
leuchte mir den Weg. Tummeln sie sich alle da in einer Ecke. Was gibt's da zu bereden? Hm? Welche fiesen Pläne werden da geschmiedet? Ja, ich höre es wieder piepen. Schemenhaft hab ich's gesehen. Du tust gar nichts. Reiten kann man euch nicht richtig. Kämpfen könnt ihr nicht wirklich. Was könnt ihr eigentlich? Und wieder leer. Dann bitte ein paar mehr. Das war eins. Da kommt Nummer zwei. Ach, habe ich mich schon wieder erwischen lassen. Ich sehe, ich höre. Aber er hat aktiviert, oder? Na, nicht wirklich. Haben wir. Haben wir. Und wenn er nicht mehr will. Oh, Moment. Du bist ja. Du warst ja. Was anderes. Den hat's auch dahin gerafft. Sieht wohl so aus, als müsste ich wirklich. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Wieder hochklettern müssen. Gefällt mir nicht. Hab ich was dagegen? Wohl dann aber nicht an dieser Seite. Nein. Muss ich gar nicht klettern. Was machst du eigentlich hier draußen? Ja, weiß der Geier. Ich kann's dir nicht sagen. Gut, dann hätte ich doch meine zwei Blumen. Ich hab meine Lagerfeuer. Dann können wir runter. Was ploppt denn da noch auf? Ach, keine Lust abzusteigen. Ach, hätte ich eigentlich auch so einsammeln können. Vergesse ich immer wieder. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Tu ich so selten. Haben wir. Und jetzt durchziehen. Ablenkung wird nicht geduldet. Ach, ja, stell denn hier die Klippe dahin. Ich sehe mal nicht wirklich viel. Bin aber noch auf dem richtigen Pfad. Das wird sie wachrütteln. Hier gibt's auf jeden Fall Pirscher. So viel ist schon mal klar. Ja, wo komme ich denn jetzt hier hoch? Doch auf der linken Seite. Ach, vielleicht mal den beleuchteten Weg entlang. Das wäre doch mal was. Ja! Genau hierhin. Hierhin wollte ich doch.
kommt keiner her. Folgt mir niemand. Naja, komme gleich eh nochmal auf euch zurück. Guter Hüter. Was ist das hier? Was machst du da? Ich habe gelauscht. Der Herde. Willst du eine Tarnprüfung machen? Ich weiß nicht. Du musst dich entscheiden. Wer bist du? Ich bin der Hüter des Jagdgrunds und ernannt worden von der Jägerloge. Okay, dann erzähl mir doch mal über die Prüfungen. Was sind die Prüfungen? Es sind Tests, die dich verbessern sollen. In jedem Jagdgebiet gibt es andere Prüfungen, um dein Können zu testen. Ich biete die Tarnprüfungen an. Manche glauben, Angriffe mit starken Waffen machen sie zum Jäger. Doch dabei wird man schnell niedergetrampelt. Wahre Jäger wählen die Methode, die am besten zur Beute passt. Die Tarnung zu beherrschen, kann dir das Leben retten. Ja, Tarnprüfung, da habe ich jetzt eigentlich so gar keinen Bock drauf. Über dich will ich eigentlich auch nichts wissen. Jägerloge weiß ich schon genug. Hast du dich schon für eine Prüfung entschieden? Wähle und ich erkläre sie dir. Nein, habe ich noch nicht. Was haben wir im Angebot? Aufmerksamkeitsprüfung, Kistengeschickprüfung und Pirscherkillprüfung. Aufmerksamkeit? Die Wächter der Herde greifen schnell an. Erledige sie aus der Tarnung heraus. Zeig, was du kannst. In Ordnung. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutschst. Alles klar, kenne ich bereits. Führe Wächter auf und erledige sie lautlos. Ja, jetzt wo sie wieder von mir abgelassen haben. Pfeiler. Brauche ich noch ein paar davon? Füllen wir das noch wieder auf, auch wenn die nicht zum Einsatz kommen. Dann. Einmal ran. Wie viele denn? 4 Stück. Du darfst keine Verstärkung rufen. Da könnte ich doch aber mal hier den Bogen nutzen. Dreht er jetzt um? Oh, immer diese Bäume. Was? Wie, nicht genug? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Entschuldigung? Oh, komme ich hier eigentlich auch nach oben? Komme ich? Was war denn da jetzt mein Fehler? Nicht bestanden. Tempo und Tarnung sind oft Feinde. Bla bla bla. Die Wächter der Herde greifen schnell an. Erledige. Sehr schön. Dann muss ich den Versuch jetzt wohl opfern, um zu probieren, was der eigentlich von mir will. Spüre Wächter auf und erledige sie lautlos. Muss ich euch vorher erst abscannen? Wächter aufgespürt. Ich bin im Gras. Er kennt mich. Er weiß mich. Er sieht mich nicht. Ich werde tun, was ich tun muss. Er hat nicht gezählt. Wo muss ich hin? Aus dem tiefen Gras raus? Eventuell. Keine Ahnung. Pirscher. Höre Wächter auf und erledige sie lautlos. Nicht mal er sieht mich. Okay.
Hat sich erledigt. Ab! Ja, sorry. Aber da weiß ich jetzt gerade nicht, was ihr von mir verlangt. Ja. Wird er dann eh gleich wieder abgebrochen. Schon klar. Probiere ich vielleicht doch erstmal eine andere. Ruhe. Hör doch mal auf. Lautlos erledigen. Kümmert euch wieder um euren Kram. Lautlos erledigen. Oh! Mann, ey. Du warst erfolglos. Doch du bist jetzt leiser. Ja, streu doch noch ein bisschen Salz in die Wunde. Gut. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja. Vielleicht raff ich's diesmal. Die Wächter der Herde greifen schnell an. Erledige sie aus der Tarnung heraus. Zeig, was du kannst. Verstanden. Fang an, indem du ein Seil runterrutschst. Das will ich ja. Doch ihr lasst mich nicht auf meine Art die Sache klären. So, direkt getarnt. Na, Moment. Da packen wir drei rein. Erledige Wächter durch... Ach, durch stillen Schlag, da steht's. Okay. Na gut. Nicht doch überprüfen. Planänderung. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das in 2 Minuten. Das muss doch ein Scherz sein. Ups. Klar, pfeifen sollte man jetzt, genau wenn er vor einem steht. Aber wenigstens weiß ich jetzt, was ich zu tun habe. Das wäre geschafft. Ja, man kann sich auch dumm anstellen. Warum pfeife ich eigentlich? Ja. Ist ja gut. Dann breche ich die Sache nochmal ab. Bringt ja sowieso nichts. Das kann ich ja sowieso nicht mehr schaffen hier. Ah, da muss ich mir mal einen Plan zurechtlegen. Oh, schön durchrollen. Ja. Weiß ich. Och, Bengel. Ich will doch nur vorbei. Schon wieder so weit weg vom Schuss hier. Tü.
Dieser Durchgang war kein Erfolg. Versuch es doch noch einmal. Ja, aber nicht mehr heute. Nicht mehr mit dieser Prüfung. Wie wär's denn stattdessen mit Kistengeschickprüfung? Panzerwanderer hüten ihre Ladung mit ihrem Leben. Bei dieser Prüfung musst du in kurzer Zeit 4 ihrer Behälter plündern. Och, Mensch, klingt auch nicht wirklich besser. Rutsch ein Seil hinunter. Möge die Prüfung beginnen. Wo da doch so viel Zeugs im Weg ist. Naja. Panzerwanderer, Panzerwanderer, wo haben wir euch? Da, zum Beispiel einer. Ach so. Muss ich nicht mal abschießen? Nur plündern? Ach, wo stehen dann die anderen beiden? Das kann doch nicht so weit entfernt sein. Nummer 3. Nicht schon wieder. Volle Breitseite. Jetzt steht ja aber alles voll. Hui, da muss ich durch. Die will ich haben. Erledigt. Lief besser. Na, wenigstens ein kleiner Erfolg für heute, den ich da noch mitnehmen kann. Oh, soll's aber auch dann gewesen sein. Gibt's in der nächsten Folge noch 2 Disziplinen? Vielleicht schaffe ich ja dann die erste. Aber für heute habe ich genug. Schluss, aus, vorbei. Und ich sage wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.